Ja Leute, willkommen zurück zu Revelations. Ich war noch ein bisschen einkaufen seit dem letzten Part und hab mir irgendwie scheißigerweise aus Versehen das schnellwirkende Gift geholt. Schnellwirkende Giftklinge oder was weiß ich, was war das? Schnellwirkendes Gift, ja. Und hab noch ein bisschen Munition aufgefüllt, Medizin gekauft und jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Scheiße, Mann. Aber egal, scheiß drauf, dafür habe ich noch ein, zwei Läden renoviert. Muss ich ja jetzt nicht unbedingt sagen, ihr habt wirklich nichts verpasst. Damit wir... Hey, Fraps, mach keinen Scheiß. Damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen gleich, wenn es wieder Geld reinspült. Müsste nämlich gleich passieren eigentlich. Wir schauen mal. Aber währenddessen gehen wir zur nächsten Mission. Ich glaube, das war doch... War das nicht gerade das Geräusch? Das eingezahlt worden ist. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen wieder zu Sophia? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Mal schauen. Ja doch, Sophia hieß sie. Oder? Salute! Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, sie. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach. Das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Porträt einer Dame. Jemand ist in Sophias Geschäft eingebrochen und hat ein recht wertvolles Gemälde gestohlen. Beschaffen Sie das Gemälde zurück, während sie weiterarbeitet. Das Gemälde stehlen, ohne vom Händler gesehen zu werden. Also eine richtige Undercover-Assassinen-Mission. Und sie hieß wirklich Sophia. Okay. Das durchgelesen haben wir ja schon mal. Da stand irgendwas drin, dass sie dicke Titten hat. So. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier reinkommen können. Ist hier kein Fenster? Hallo? Fenster auf dieser Seite? Nein. Du hast sie selber nicht alle. Sieht mir recht suspekt aus. Na, wo ist er denn jetzt? Na, ich folge der falschen Spur. Ich bin der falschen Spur gefolgt. Nee, warte mal. Da sind die doch. Gestehe! Ich habe nichts gesagt. Ihr könnt mir nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. So läuft es. Ich meine, jemand schenkt es mir. Denk besser gut nach, bevor du mir ins Gesicht lügst. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal finde einen anderen Weg, Kanalia. Kanalie. Okay. In Gottes Namen, bleib mir weg! Weißt du, geil, wie die da den, von wo die ausschießen, wahrscheinlich nur von den Fenstern. Das alles kann man sich das. Mein Gott.
Anders kann man sich das gar nicht erklären. So, wo ist der Händler denn? Die. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Renn weg, genau. Bitte lass mich das überleben. Ich dachte, ich müsste sehen, so Taschendiebstahl, aber Taschendiebstahl, ja, ist logisch, Junge. Bei einem Gemälde. Aus der Tasche rausklauen, ne? Ja, ja, genau. Schlaukopf. Ich alter Schlaukopf. Da vorne steht doch schon die schöne Frau. Geben wir ihr Bild zurück. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich? 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Ja. Ja, jetzt hier. Ja, wie gesagt, er will's ja nicht erzählen, um sie nicht in Gefahr zu bringen, aber wenn er sich immer mit... Was ist denn diese gelbe Anzeige, die verschwindet jetzt? Ach, guck mal hier. Es ist ein Bug. Na, wie geil. Ja, ich find's auch geil, dass ich immer wieder Bugs entdecke. Vielleicht sollte Ubisoft über 1-2 Monate, bevor sie das Spiel rausbringen, einfach so eine Kopie zusenden, weißt du, dann sage ich denen, ja, guck mal hier, das würde ich sogar umsonst machen. Guck mal hier, da ist ein Bug. Da ist ein Bug. Mach das doch mal raus da. Da ist auch ein Bug. Ja. Aber naja. Das Töten muss enden. Wir, die stolzen Bürger von Istanbul, müssen uns mit den Byzantinern verbünden, um diese Mörderbande auszumerzen. Was ist denn? Ach, deswegen ist das Geräusch auch verbuggt. Das kommt ja die ganze Zeit, hört ihr das? Das ist, als würde irgendwie Geld reinkommen in die Kasse, aber so schnell kann das gar nicht gehen. Das ist gerade komplett verbuggt. Einfach nur ein Scheißspiel hier. Nein, ist ja kein Scheißspiel, aber es ist ziemlich krass verbuggt gerade. Ich weiß nicht. Diese rote Anzeige ist auch nicht normal links oben. Guck mal. Mein Status ist nämlich nur zur Hälfte gefüllt. Das dürfte eigentlich gar nicht ganz rot sein. Was ist denn... Jungs und Mädels von Ubisoft, was habt ihr da gemacht? Ja, es kann doch nicht sein, dass immer ich irgendwie die fetten Bugs hier abkassiere. Okay, ist jetzt nicht so störend. Ist scheißegal jetzt eigentlich, aber... Ist schon lustig. Ich find's schon lustig irgendwie. Welch komische Vorstellung. Das ist nicht gut. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Wache! Dieb! Oh, das kann doch nicht wahr sein! So. Zeichen und Symbole Teil 2. Okay, Leute, warte mal kurz. Ich probiere nochmal, mich hier zu erinnern. Wo war der? Ich glaube dort hinten irgendwo. Oder hier das Gebäude vor mir. Nee. Oder da. Ich habe keine Ahnung. Da, das. Nein. Das. Nein. Das. Jupp. Guck mal, da ist auch noch so ein Datenfragment. Die man auch eigentlich leicht findet, soweit ich mich noch erinnern kann. Warte mal, ist das jetzt... Whee!
Ja, siehst du, hat sich das doch gelohnt, als ich bei euch vorbeikam. Ja, ich wollte nur mal kurz die schöne Musik genießen. Ja, so, ja, schon. Das Stück gefällt mir wirklich sehr schön. Das gefällt mir sehr schön, das kennt deutscher Satz. Ich finde es sehr schön. Sehr gut gemacht. Okay, gut. Gehen wir zur nächsten Gruft um den dritten. Ich glaube, der dritte. Ja, nein, ich glaube nicht. Ich weiß es sogar. Den dritten Schlüssel zu finden. Beziehungsweise. Kann man das Schlüssel nennen oder sollen wir das CD nennen? Keine Ahnung. Hier. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Die Pedocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht? Holen wir mehr. Diabolo! Der Assassine! Los, los! Forum Bovis. Ein Hinweis der Polo-Brüder führt Ezio zum Forum Bovis. Leider sind die Templer auch schon dort und suchen. Keine Gesundheit verlieren. Das heißt, ein Treffer und... Ihr kommt hier nicht lebend raus! 100% sind vorbei. Boah, ich freue mich immer wieder auf diese Levels, weil das wirklich die geilsten sind. Das sind einfach mit Abstand die geilsten. Ist einfach so, ne? Ist immer Spannung, es ist geil präsentiert. Es ist Highspeed-Action, Verfolgung und so. Das ist einfach geil hier. Besonders das hier, guckt euch das mal an. Ist doch geil, oder? Schmetterlinge, boah, ich hab Schmetterlinge im Bauch. Nein, hab ich gar nicht. Oh, Junge, schön gemacht, Ezio. Du geile, alte Knackersau, ey. Du hast es immer noch drauf. Assassine! Ich wollte eigentlich rüberspringen, scheiße, zu spät B gedrückt. Boah, bitte, Ezio, verkack es jetzt nicht. Bisher klappt alles recht gut. Bitte spring nicht gleich irgendwo hin, wo ich gar nicht hinziele. Renne.
Genau. Egal. Zeigt euch! Ich bin nur hier, was willst du denn von mir? So. Skotostet und Bastard! Sag mal, die Templer sind hier alle irgendwie voll viele noch Italiener, ne? Oder war das jetzt gar nicht italienisch, was er gesprochen hat? Ich weiß es gar nicht. Zeigt euch! Wir haben Schießpulver, benutzen wir es! Zurücktreten! Ich brauche mehr Platz! Oh yes, oh yes, oh yes. Boah, dieses Grab, die Grab, ich weiß nicht, wie soll man das Höhle nennen hier? Das Grab, die Höhle, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieser Abschnitt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Komm schon, Ezio. Nein, jetzt habe ich natürlich keine Bomben mehr davon. Na, schieß halt! Boah, warum hat er denn nicht geschossen jetzt? Ich will doch die 100% jetzt hier haben. So, erstmal die Truhen plündern, falls da Geld drin ist. Können wir die sehr gut gebrauchen eigentlich. Wahrscheinlich nur in der goldenen Kiste das Geld. Jupp. Na, dann brauche ich die nicht ausrauben. Klebriger Harzbeutel. Ich glaube, es war eine Beleidigung gegen jeden Harz 4, irgendwie sowas, weißt du, Empfänger. Dass er klebrig und ein Beutel ist. Du bist ein Beutel. Was eine Beleidigung. Auf jeden Fall haben wir die dritte Kammer gefunden. Masjav Schlüssel, genau, Schlüssel war das. Damit müsste die Sequenz auch beendet sein. Oder? Guck mal, diesmal können wir hier raus. Wurde jetzt die Sequenz beendet oder noch nicht? Ne, ich glaube noch nicht, wa? Scheiße, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Egal, Leute, ich beende jetzt hier auf jeden Fall den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Haut rein. Tschüss.